Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Festival-Spielliste. Und mit dabei sind heute Beta Yantendo, Miss Bevelin, Bevelis, Josie, Pervika, Grolsch und irgendwie ist da auch noch Justin dabei. Ja, wir schaffen es tatsächlich, um die Spielliste heute zu siebt zu spielen. Wie wir das machen, erfahrt dann nur, wenn ihr dranbleibt und ein Abo da lasst. Einfach irgend so ein Justin. Irgendwie ist so ein Justin noch dabei. Ist das billig, Alter. So, da ich nicht der Kulanführer bin, habe ich eh nichts zu sagen. Das sind wir ja gewohnt. Weil, wenn ich das zu sagen hätte, dann würde das eh alles schief gehen. Von daher, ja, wenn du bereit bist, bist du bereit und dann kannst du anfangen, würde ich sagen. Oh, cool. Sag mal, dass die ein Abo bei dir da lassen sollen, bei René D. Ja, genau, so machen wir das. Super Idee. Nee, das ist ja, das macht man ja nicht. Das ist ja. Was? Was ist das? Ich bin dafür, ihr lasst erstmal ein Abo bei Grolsch da, bei Josie und wenn ihr dann noch Zeit habt, könnt ihr bei mir auch eins da lassen. So geht das. Na, so können wir das natürlich auch machen. Also, ich habe damit kein Problem. Ja. So, ich mache jetzt hier nochmal kurz versuchen, den Jump zu machen hier. Chevrolet ZR2, was? Ja, das ist der Geländewagen. Der Geländewagen. Das ist der von Haribo. Haribo? Da stand doch ZR2 oder stand da ZR1? Ja, ZR2. Und das ist der Geländewagen. Von wann? Digga. Ah, da! Ah, so! Easy! Ah. Ja, das, ich hab dir gesagt, das wird nicht einfach. Ich hab dir gesagt, ich spiel kein Lenkrad. Ich hab gesagt, das ist. Hä? Ich hab's dir nur gesagt, damit du es mitkriegst. Was ist denn deine Mission jetzt? Zwei Personen sprechen aus einem Mikrofon. Ja. Hast du eine gespaltene Persönlichkeit, Josie? Ja, definitiv. Oder ist der mysteriöse Justin etwa bei dir? Ich habe Besuch. Oh mein Gott. Nein! Ich habe Kontakt zur Außenwelt. Das bringt dir jetzt nichts. Wir müssen erst die Spielliste reinsuchen dafür. Oder mach dir jetzt erst das mit dem Sprung. Ich bin also nicht. Ich hab meine zu sagen. Sprünge fertig. So. Ich muss erst mal gucken, welcher das ist. Jetzt muss ich erst mal gucken. Derjenige, der die Krone aufhat, der macht einfach und dann. Jetzt muss ich erstmal gucken. Hallihallo, Grolsch! Ja, spannend! Was? Grolsch ist Anführer. Ja, ich bin dafür. Bandführer. Dann habe ich nichts gesagt. Das war dieses komische Bandbild fürs Foto? In. Playa Azul. Ja, sag bloß, über wo da? In der Nähe von dem Goyet-Startpunkt auf der Hauptstraße. Wenn du vom Festival unten kommst, kurz vor Goyet. Wenn dir das als Beschreibung nicht ausreicht, hätte ich auch noch ein Video dazu gemacht. Und so. Ach. Das Mr. Mrs. Beverly's. Dann lassen wir jetzt aber sofort ein Abo da. So. Was? Aber. Ich hoffe, das ist die richtige. Ja, hallo ja. Perücke. Ja, jetzt läuft's. Und nebenbei mal Dankeschön für dein Prime-Sub. Ich glaube, es war ein Prime. Ja, Peter, Prime-Sub. Ja, ich bin anwesend. Danke, danke. Du, nee, gerade noch nicht. Du bist nicht live, oder? Doch. Warum? Ich habe keine andere Wahl im Moment. Ich sehe nichts von dir, dass du live bist. Ich auf YouTube, auf Twitch. Ach so, ja. Auf Twitch. Okay, ja, ich bin im 18. Tag vom Sabaton, also ich habe auch noch 10 Stunden to go, also ich sitze hier noch was länger. Okay, warte mal. Dann muss und du ich weißt, dass da noch welche draufkommen, ne? Ja, ich habe Angst vor dir, Spaddy, und das weißt du. Du brauchst keine Angst haben. Danke dafür. Nein. So, neun. Also was neun ist Tab aufmachen. Aber wieso finde ich dich nicht? Warte, einfach Mrs. Beverly in einem durchschreiben, ohne Unterstrich oder sowas. Ach so, ja, okay, dann, ja, das kann ich natürlich nicht riechen, okay? Ich kann es auch auf mein mein Discord-Profil gehen. Da kommst du auch auf mich drauf. Da habe ich dich.
Ich habe sie in den Chat geschickt. Ja, alles gut. Ich hab's gefunden. Dankeschön. So, Chatregeln, okay, ich hab's nicht verstanden. Also? Ich erkläre es jetzt sofort. Moin! So. So, dann gehen wir mal zurück wieder auf die deine Röhre und so. So. Ich bin live. So. Also. Seid ihr alle fertig? Ah, ich bin so ready. Ich fühle mich so fertig an. Okay. A800, schweres Gerät. Wir spielen wieder Haste oder Hasse gar nichts. Da bin ich dabei. Das 80% ist prima. Viva Colonia. Oder so ähnlich. Wie viele Gefahrensprünge sind denn hier heute an der Reihe? Ich glaube mindestens 3. Ja, ich mach gerade den dritten. Auch schön einfallsreich, alle mit dem gleichen Auto. Natürlich. Bringende Juggernauts. Oh, ja. Okay. Ich habe Spaß am Angebot. Ich habe Leistung im Angebot. Ja, hätte ich das erwartet, hätte ich Kuchen da. Ich hoffe, es hat keiner Joghurt in seinem Rucksack. Nee, ich habe nur wieder das Übliche in meinem Kofferraum. Kisten voll Bier. Ah. Tja, siehst du, ich nehme mir... was abhaben will? Ich nehme mir gleich was, wo ich ein bisschen mehr Bier transportieren kann. Ah, okay. Du gibst dich also nicht mit kleinen Sachen ab, ja? Okay. Nein. Gut. Think big und so, weißt du? Hm? Ja, alles klar. Ja, auf der Unimog passt schon viel, aber ich kann noch einen Sattel, noch einen ganzen Auflieger dranhängen. Ja, aber wie klein der Bentayga ist. Ich habe gerade gedacht, wie klein mein Auto ist, hey. Aber egal. Was hast du denn? Ford F-150, ja, dieses kleine Ding da. Problem ist, der Unimog hat Vollslicks. Ja, da kannst du doch super durch die Kurven rutschen, oder? Das geht doch eiskalt, oder? Das ist mein Straßenrennaufbau. Ja, er rutscht auf jeden Fall. Ribetta! Will denn keiner nach vorne kommen, damit ich wen zum Schubsen hab? Nein? Wieso, was machst du überhaupt da vorne? Schaffst das nicht, aber nicht. Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn du so langsam fährst, Krulsch. Was soll das denn schon wieder heißen? Hast du dich da vorne gecheatet oder was? Nee, einfach besser. Einfach? Ja, einfach besser. Das wäre das erste Mal. Au, 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 au. Irgendwann ist auch dafür Zeit. Na, ich wette, du brauchst sowieso einen Fehler gleich. Kennst mich doch. Ja, darauf hoffe ich doch. Beta, Cheating hier. Das war ein Baum. Das war zweimal Baum. Fahrflug der Axt. Wer baut die Bäume dahin? Ja, wie war das jetzt mit Fehler? Ja. Nicht umgeben. Nein, nein, nein. Ich muss gleich noch nahe über raus wieder machen. Der Beta hat hier irgendwie. Warum bist du so viel schneller?
Nach dem Tunnel müsst ihr euch alle rechts halten. Sag nicht sowas. Wie hast du gesagt, René, weil ich so viel besser bin? Ja, irgendwie warst du so viel schneller. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Na toll, jetzt bin ich hier der mit dem höchsten Stern. Nur weil Letny nicht in der Gruppe ist. Sehe ich aus wie ein Schwitzer. Tja, sei doch froh. Ja, den muss ich ja auch liefern dafür. Ja. Will ich ja gar nicht. Tja, also Pech gehabt, wa? Hm. Müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Offscreen. Offscreen, ja. So, auf geht's ins nächste Rennen. Grolsch, willst du diesmal vorne mitfahren, oder? Ich will den drei Vatern ohne Chance geben, verstehst du? Ach so. Weil wenn die jede Woche was vor die Maske bekommen, dann haben sie irgendwann keinen Spaß mehr und fahren gar nicht mehr viel gegen uns, verstehst du? Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Ja. Sache. Weiß nicht mehr. Boah. Irgendjemand schiebt mir drei Vatare vor die Nase. Ich weiß zwar nicht wer, aber das ist unhöflich. Ich habe einfach alle weggeschoben, die mir im Weg standen. Und dir stehen sowieso immer alle im Weg, ne? Na, das habe ich jetzt nicht gesagt. Oh, sorry, Wicke. Aber wenn das Ding rutscht, dann rutscht es. Also aus den Straßenteilen konnte ich gerade gut aufholen. Entschuldigung, LKW von links. Meine Fresse! Schau mal, ein Baum. Ja, Preveka. Ich wusste das. Du hast auf den Baum gezielt. Und Sprung! Ja, da ist das erste Event auch schon wieder vorbei. Meine... Das fährt doch nicht mit Lenkrad. Wir fährt doch haben wieder Lenkrad. Volle Kanne. Nein, er hat es versucht, aber es ist sehr schief gegangen und er hat meinen ganzen Tisch auseinandergenommen durchs Offroad-Fahren. Ein bisschen schwierig. Also, die haben mit Sicherheit wieder irgendwas an der Physik gemacht. Die Idioten. Bestimmt. Ja. Also ich würde auch zustimmen. Auf jeden Fall sind die anderen schuld, Golsch. Na sowieso, safe. Generell. Das ist jetzt Silent Patch of Forza Horizon 6. Ja.
Mit Sicherheit. Die testen das schon mal aus, die ganze Physik und so. Und wie sie die Leute alle ärgern können. Das war dein erstes Mal Forza spielen, also so schlecht warst du nicht. Zumindest mit Controller. Ich spiele über Lenkrad. Echt? Lenkrad ist übel von Auto. Ah, wir haben ein Auto bekommen. Ja, einen alten Camaro. Hä? Ah. Netzwerkdiagnose. Was ist los mit euch, Forza? Wir könnten auch das Netzwerkdiagnoselied singen. Wo muss ich Schatzsuche machen? Per Wege? Oh, no. Epic Festival? Nach Nordenfeiern? Mit einem speziellen Auto, oder? Oh, den Land Rover Series 2 ist der. Also den alten? Ja, den alten. Und dann etwa nach 500 Meter oder einen Kilometer wirst du links so einen Offroad-Park sehen. Ich hätte da sogar ein Video zu, bitte. Bitte, ich bin dort, wo du hinfahren musstest. War das schon gut erklärt. Muss ich kein YouTube-Traffic für produzieren? Doch! Und jeder, der trotzdem jetzt weiß, wo es ist und trotzdem mir was Gutes tun will, lässt das Video trotzdem durchlaufen. Dankeschön dafür. Mosa. Muss der getunt sein dafür? Der ist so langsam. Ja, nur am Anfang brauchst du etwas Geschwindigkeit. Schieb mich. Hier ist nichts. Links. Links. Ah, da. Ja, manchmal bin auch ich live. Nicht ganz so oft wie Josie, aber... Naja, kommt auch mal vor. Verdammt, nicht geschafft. Betty, du könntest ja mit mir den Zauber zusammen durchziehen. Wie wär's damit? Na. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Nicht? Du bist mit schuld, dass ich hier die ganze Zeit hocke. Ich bin ja schon immer dabei, weißt du? Also ich muss ja nicht dann. Also, nee. Da. Ach, du aber von mir aus können wir morgen zusammen streamen eine Runde. Ah, sehr schön, das höre ich doch gerne. Also ich war tatsächlich am Überlegen, nagelt mich nicht drauf fest, aber morgen die Thumbnails im Stream zu machen. So weit. Dann können wir so einen Squad-Stream morgen machen, dann schneide ich morgen das Video dabei. Kannst du das schon? Nee, aber es gibt eine andere Version davon. Als Affiliate. Affiliate eine andere Version. Squad-Stream kannst du nur machen, wenn du Twitch-Partner bist, aber es gibt sowas wie einen Partner-Stream, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ja die Frage, hast du dich dafür beworben? Ja, ich kann das machen. Ich weiß nicht, ob meine Bewerbung schon durch ist. Weil das ist ja das, was du meinst, musst du dich ja extra für bewerben. Ja. Irgendwie mag Twitch mich. Gut. Ja, aber ich muss gucken, du darfst ihn ja auf B700 fahren. So, dann können wir den noch tunen. Aber ich hab's anscheinend auch. Gut, dann starte ich mal das nächste, wa? Ja, können wir mal gucken, wie es funktioniert. Nein. Fühl dich bereit. Okay. Fertig? Nein. Bin ich gerade mit dem Land Rover hier oben. Oh, verdammt. Ist ja auch eine Kameraperspektive, wo man das gut sehen kann. Nein. Was meinst du wegen Link?
Ah, ja, bei mir stehen auch 3 Punkte. Wahrscheinlich hast du irgendwas geschrieben, was der Autobot, aber das würde er mir eigentlich anzeigen. Wann sollen wir denn wieder? Okay, kannst starten. Geht los. Ich fühle mich gar nicht bereit. Zeig mir, dass ich bereit bin. Oder auch nicht. Steht da, hast du gerade die Sitzung verlassen? Ich hoffe nicht. Nein, ich kann Auto auswählen. Okay. Ach du. Was war eine Straße Ach. Oder? Ich hab du hast eine Auswahl? Ich habe die Wahl zwischen Tod und Verderben. Ich nehme Tod. Mietauto und. Also Tod von einem Mitspieler, weil ich glaube, geradeaus kann das Auto, aber ich glaube, Kurvenbremsen hat das, glaube ich, nicht. Es hat auf jeden Fall keine normalen Reifen. Und es hat über 1000 PS. Aha. Sprich, alle Grundvoraussetzungen, damit ich nicht mit umgehen kann, sind erfüllt. Nice, ich fahre ein Stockauto. Ach, du hast die wichtigsten Utensilien vergessen, ne? Das wäre? Die automatischen Maschinengewehre hinten drin. Ich habe zumindest die Lackierung. Ja, das macht mir ja schon Angst. Ich habe zumindest die A-Team-Lackierung. Ja, das macht mir ja schon Angst. Ja, wer weiß, vielleicht habe ich sie. Ich liebe es, wenn mein Plan funktioniert. Ja? Ich habe die Maschinengewehre durch Kanonenkugeln ersetzt, die ich selber spiele. Sie kommt da durch. Ich sag ja! Das ist die Drittstrecke, nein! Piss euch alle. Danke. Dann ist ja gut, dass ich Dirtreifen drauf habe. Tschüss! Ja, wo sie reiten kannst du, René? Nein, ich habe nur mit dem Heck die Mauer angetitscht. Gib Gas. Ich habe gekonnt mit meinem Heck die Mauer touchiert. Ich sage, das ist ein schreckliches Auto. Danke, Bevika. Ich habe mich mal kurz angelehnt. Vielleicht kriegst du Spaddy noch. Da vorne ist er. Spaddy ist Zweiter. Ja, du bist Sechster. Ja, ist doch ein bisschen. Warum ist Offroad? Boah! Irgendwas hinter mir. Ich bin in meinem Arm. Was du heute kannst im Wallride nehmen, verschiebe nicht auf morgen. Gutes Motto, Spaddy, gutes Motto. Peter, warum hast du mich geschubst? Auch vorbei. Ich hab dich doch wieder gerade geschoben. Entschuldigung, Nintendo. Achtung, Geräusch kommt. Ich hätte immer ein Problem, wenn Beverly hinten auf dem Auto steht. Nein, ich mach das nicht absichtlich. Nur manchmal, ne? Nein, nicht mehr manchmal. Nein. Du machst es nicht mit Absicht, aber mit dem Auto, ne? Oh, Vorsackkante. Ja. Ja, fährt sich gar nicht so schlecht, dieses Auto hier. Doch. Ich habe mal mit Bande gespielt. Nintendo, nimm mich doch mit. Nee. Einfach nein. Danke. Wo seid ihr denn? Ganz weit hinten. Ich fahr grad wieder aufs Dirt. Ich komm langsam. Aufhört, deswegen sind wir so weit hinten. Ich fahr Kupfgeräusch. Was denn? Nein, alles gut. Ich hab mich nur ganz sacht angelehnt. Mein Auto ist nicht mehr kaputt. Ach so. René, ich hab Rennreifen und Heckantrieb. Ich hab bestimmt Allrad, so wie der sich fährt. Ja, musst du haben.
Goldschmidt genommen. Ich hab Goldschmidt genommen. Und auf jeden Fall Dirt-Reifen. Oh, wir haben einen Peter, Peter schubst dich an. Da ist einer, der mir hilft. Im Gegensatz zu Jan Hindu. Mann, Peter, du hast mich auch hängen lassen. Schieb mich doch einfach an. Du bist halt im Weg, ne? Nein. Jetzt nicht mehr, stimme anderen, die vorbei sind. Ich bin nicht letzter, okay? Du musst jetzt mindestens so genauso stolz sein wie ich auf dich nach dem Kochstream. Ey, ich hab gut gekocht. Ich hab Ja, ne, du hast gut, sehr gut gekocht. Ja, für das, was ich gemacht habe, habe ich gute Arbeit geleistet. Ja, ja. Hat's wer gegessen? Ich. Ja, wir alle drei. Okay. Betty. Was denn? Sei nicht so böse. Du wolltest selber vorbeikommen und es essen. Ja, ich wäre auch dabei gewesen. Ein fertiges Sandwich, hallo. Jenny isst doch alles. Guck mir doch an. Es ist wirklich lecker geworden, hat selbst Luke gesagt. René isst alles und alle. Ich hätte nichts übrig gelassen. Nein, Spenny, wenn ich den Road-Stream mache, kochen wir zusammen. Ach du, nee, koch dann lieber mit meiner Freundin, das ist besser. Ja, man muss ja mitmachen, das ist ja sonst langweilig. Ja, dann lass uns grillen. Ja, Steaks. Ich bin mit deinem Bierchen am Grill. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen bei René. Was? Dann hole ich Justin vorher noch ab, dann kommen wir zu zweit zu dir. Ja, dann kann Justin ja schon mal alles vorbereiten. Genau. Dann mache ich es auf dem Grill nur noch warm und sag hinterher, ich habe gut gegrillt. Und dann sagen wir hinterher, aber ich habe gut gegrillt, ja? Genau. Justin macht die Beilagen, Spenny grillt und ich bin einfach nur Kommentator. Das klingt nach einem Deal. Wo seid ihr denn? Mann, René, was kann ich dafür, wenn du ein getuntes Auto hast? Das erste Mal, dass ich Erster bin, mit Abstand. Ich wurde am Anfang direkt gegen eine Wand gedrückt vor irgendjemanden. War der Kilometer hinten. Richtig Zeit rausgefahren, das erste Mal. Wollen wir Kalender und einen Rotstift nehmen, ja. Das erwartet man, wenn du so viele Sterne hast. Muss ja schließlich carry, muss ja hier High Level. Ja. Es geht besser, Justin. Das ist auch scheiße. Ja, das muss ich leider zugeben. Ich hab's gerade nur so im Hintergrund gehört. Ich so, warte. Natürlich spawnt er genau vom Ball. Was sagt Luke? Der spielt Rocket League und ist dezent genervt, ihr schon. Ja, dann soll er Forza mitspielen. Da kann man gar nicht genervt von sein. Oh. Denn Forza Horizon 5 ist das Spiel des Jahres 2021. Wissen wir überhaupt warum? Gab es einen guten Grund dafür? Es wurde dazu gekürt. Es gab nichts anderes in dem Jahr. Ah, okay. Das haben die sich wahrscheinlich gekauft. Haben sie sich gekauft? Geht weiter, ne? Ja. Nix da. Alle haben den gleichen Fehler gemacht. Direkt wieder on the road. On the road again. Oh mein Gott. Warum habt ihr eigentlich alle das gleiche Auto? Weil es nichts anderes gab. Doch, gab schon. Wir haben sie veraufbaut. Mein Peter, Bad Boy, was tun die alle? Und? Bad Boy wieder vorbeizieht, ne? Das gehen alle an dir vorbei. Das ist auch scheiße. Was soll ich denn anders? Du hast den Kontrollpunkt verpasst. Nö. Das ist dumm. Achso, ihr. Nicht zurückspulen, wenn du den Kontrollpunkt verpasst. Merkt wohl. Egal, ich baue das Feld jetzt von hinten los. Ich warte vorne auf dich. Perfekt. Links einer. Einer, der mit dir wartet. Ne, ihr wartet mich auch. Right. Oh, Peter, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wie muss man nicht Bremsklotz doch zur Seite schieben? Ja,
Was für eine Bremslange. Ich brauche Infospeed. Du brauchst gut, dass der so lang ist, sonst hätte er sich nach vorne überschlagen. Oh, Spenny! Hm? Ich kann jetzt noch mehr auf den Sack gehen. Warum? Ich habe jetzt das Seto Corsa. Ja, das heißt ja nicht, dass du mir auf den Sack gehen kannst. Das heißt ja nur, dass wir zusammenspielen können, endlich. Ja. Ja, gut, dann machen wir nachher mal die Anmeldung für die Holico fertig als Gastfahrerin für dich, wa? Ist es denn Assetto Corsa Competizione oder nur Assetto Corsa? Nee, das erste. Ich kann das noch nicht aussprechen. Okay. Also ACC schon. Sag einfach ACC, weiß jeder, was gemeint ist. Okay. ACC habe ich. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, ne? Also habe nicht so viel Erwartungen an mich. Wie in Forza. René hat es auch, aber auch noch nie gespielt. Sorry, bitte, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich auch nicht, keine Sorge. Das Auto hat wieder keine Rückspiegel. Warum hast du schon abgefahren, Beta, oder? Meine Fresse, ey. Nee, da rechts habe ich ja einen tatsächlich. Ich habe jetzt auch nur noch links einen. Ich habe noch alle. Meine Fresse, ey. Kick ihn weg, Per Baker. Kick ihn weg. Sieht glatt so aus, als ob wir noch ein Rennen fahren. Das ist einfach nur nervig. Das ist einfach nur total nervig. Warum? Es ist doch ein schönes Spiel, Grolsch. Das ist immerhin das Spiel des Jahres 2021. Sorry, Per Baker. Kein Problem. Irgendwann mal aufhören, Tandem-Drift zu machen? Nein! Das war dein Außenspiegel, der da gerade über meine Motorhaube geflogen ist. Aber noch der rechte, den linken habe ich noch. Ja. Oh, sorry. Ben, ich glaube, du musst ein bisschen länger warten, wenn du im Ziel auf ihn wartest. Fand ich nur schon an. Ja, mal gucken, ob wir noch ein Rennen fahren dürfen oder ob das reicht. Wenn es Deutsch jetzt nicht verkackt, dann sollte es reichen. Oh, jetzt bin ich schuld, alles klar. Kannst auch einfach einmal auf die Bremse steigen, dann haben wir mehr Spielspaß. Nein. Du meinst, ja, du hast mehr Content. Komm mir nicht auf blöde Gedanken. Ja, Della Beule. Ich hab die Treibertage gekonnt aufgehalten. Hast du gut gemacht. Ja, ne? Ich bin stolz auf dich. Ich auch auf mich. Warum macht eigentlich keiner mehr? Ich bin stolz aufs Bad Boy. Spenny, wir sind stolz auf dich. Niemand erwartet, dass du wirklich leicht Nelly bist. Auch. Oh, der Kanalpunkt, hier gucken. Ah, guck mal hier, ich hab gar nicht alle Sachen an. Ich hab nicht mal eine Benachrichtigung bekommen, dass du leicht bist. Oh, hier, guck mal, ganz viele Sachen habe ich gar nicht angehabt. Die ganzen Sounds nicht. Ruhige Kugelschieben nicht. Was will? Da kommt's endlich wieder. Pervika ist stolz auf mich. Wie habe ich denn diesen Sound vergessen anzumachen? Vielleicht kann jetzt hier alle... Hier ist nirgends ruhige Kugel schieben. Arsch mich nicht. Nee, hat er nicht angemacht. Das hat er natürlich nicht angemacht. Ich hab gerade nur aufgezählt, was nicht an ist.
Alles klar, direkt deabonnieren. Soll ich mal. Meine Pokémon. Soll ich mal ruhige Kugel anmachen? Ein herzerfrischendes Moin Moin. Ja, komm. Ich glaube, der wirst ja heute Abend nicht glücklich. Wieso, der traut sich doch eben bloß nicht, dass er es einmal drin hat. Er kann die Kugel nur einmal versinken. Der traut sich doch nix. Nicht mein ganzes Spiel da drinne. Noch nicht starten, Jungs. Eine Sekunde, wir testen gerade kurz was. Bis spät. So. Extra viel Glück und extra viel Glück und Hallo und Leiber, Stolz Leiber. Und Laila und. Was fahren wir, Grosch? Hm? Hypercast. Ja, ich tippe auch auf. Ja, tippe ich drauf. Nein. Einmal. So, jetzt komm, blamier mich mit dem Pagani nicht. Soll ich mal gewinnen? Ja, komm, das will ich jetzt sehen. Du bist langsamer als 90%. Nein, schon mal nicht. Nur einer hatte 93. Geht los. Oh, das ist direkt. Mhm, deswegen ja. Überdreh dich nur nicht. Boah, Gold! Hallo! Ich hab nichts gemacht, Mann! Ich hab nichts gemacht! Ich war volle Kanne an der Bande! Warum? Warum bin ich so fröhlich? Ja. Ich weiß nicht. So. Ich weiß schon, warum ich ruhige Kugel schieben nicht mehr drin habe. Du so schlecht. Ah, komm, geh rein, du Gang. So, also ich sag mal, ich übe die Tage mal wieder Billard spielen und dann mache ich ja, mal eine Kugel schieben ja, wieder rein. Ja, von wegen. Du kannst doch jetzt ruhige Kugel reinmachen und du übst jetzt. ruhige Kugel ist ja drin gewesen, oder ja, ist... Ja, alle Belohnungen abgeholt, du Anfänger. Nächste Woche gibt's öfter ruhige Kugel. Versprochen. Ja, das weißt du, du hast mal gesagt, das nächste Mal gibt's auch wieder komplettes Spiel. Weißt du, wie lange das her ist? Oh. Komplettes, dafür muss ich aber richtig üben. Ja, aber weißt du, wie lange das her ist? Dass ich komplettes Spiel drin hatte? Nee, dass du gesagt hast, dass du komplettes Spiel reinmachst. Habe ich das gesagt? Ja. Ja, könnte ein bisschen Der Alpin hatte auch noch irgendwo den Nachweis dafür. Ja, ich war im Billardspiel noch mal fitter, ne? Ich glaube, du warst auch so mal fitter, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich war gerade los. Ich war zu aggressiv bei der ganzen Geschichte. Ich habe Preveka vor mir gesehen und die wollte ich unbedingt noch haben. Aber hast mich auch getroffen. Ja, das Ding kommt verdammt schnell aus der Kurve raus, aber... Also ich würde mal sagen, wenn morgen dann Stream ist, dann mache ich morgen auch ruhige Kugel an.
Wenn wir morgens. Ja, siehst du, da sind ja schon wieder Bedingungen, die überhaupt nicht erfüllt werden. Als ob du irgendwann anders mal als Donnerstag streamen wirst. Ist ja nicht so, dass ich das in der Vergangenheit öfter getan habe. Du meinst letztens, so, als du ständig nur 5 Minuten Stream angemacht hast, um zu raiden. Wenn du... Ready? Machst, dann werden die Leute deinen Kanal deabonnieren. Dann musst du es reinmachen. Ja, wir machen wieder öfters ruhige Kugel. Einfach melden wegen Fake News. Fake News sind es erst, wenn ich es nicht tue, ne? Ja gut, das haben wir jetzt schon rausgefunden, dass das so ist. Ja, wie gesagt, vielleicht gibt es morgen Stream. Ja, siehst du, vielleicht. Ja, vielleicht gibt's morgens. Vielleicht. Ich hab keine andere Wahl. Weißt du, wie oft der schon wegen irgendwelchen Krankenhausaufenthalten um irgendwas drumherum gekommen ist? Ja, aber Spaddy ist schuld, dass ich seit 18 Tagen hier sitze. Also oder wegen muss irgendwelchen einen Tag Polizeieinsätzen, die vor seiner Haustür waren. Ja, das war ein Rennen. Ja, wir haben doch bei Holy Cow das Rennen und ich hatte einen Polizeieinsatz direkt vor der Tür, oder beziehungsweise einen Unfall halt. Und dann kam halt die Polizei und dann war ich halt Zeuge und bin halt später zum Rennen gekommen. Aber ich bin gestartet. Ja, eine halbe Stunde nach dem Rennstart. Aber ich bin gestartet. Standest du in einer Ecke und hast Gelb verursacht. Aber ich bin gestartet. Ja, du wurdest auch gelobt dafür. Ja. Was ist der denn so langsam, Alter? Das denke ich mir auch. Nicht so hektisch, nicht so hektisch. Ey. 207, Frau Max. Die Bremse ist übrigens auf dem linken Trigger hinten gerollt, ne? Echt, ja? So wie das aussah gerade, hast du es nicht gemacht. Doch, aber zu spät. Ja, und dann regst du dich auf, wenn andere Leute nicht reinfahren. Nö. Na, Spaddy. Sorry. Just. Oh. Bisschen weiter rechts. Ah. Oh nein, der kommt vom Kollegen. Ja. Oh mein Gott. Schade. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Oh mein Gott, es lief so gut. Es lief wirklich gut. Gleich hoch. Safe. So, oh. Das ist gar nicht gut. Wenn du siehst, dass es durchgängig blau ist, kannst du einfach durchdrücken, ne? Ja, weiß ich, aber manchmal auch nicht. Doch, du musst nicht weit lenken. Geht immer, das ist ja immer auf jedes Auto angepasst. Geht nur um dein Lenkverhalten dann. Okay, Entschuldigung. Da spricht die Profispielerin. Ja, macht halt dieselben dummen Fehler wie ich, deswegen. Aber bei ACC macht man die Linie gleich aus. Nee. Doch. Was willst du von mir? Ja, bei ACC müssen wir die Linie gleich deaktivieren bei dir. Ist nämlich besser, damit man die Bremspunkte lernt. Oh. So, und jetzt? Sind wir schon zwei Rennen damit gefahren? Ach ja. Das erste habe ich ja Biert gespielt. Okay. Guten Morgen. Oh, wir haben Urus. Urus, oh nein. Sollen wir jetzt die Haare pink färben? Und die Alligator rumlaufen? Mit meinem Urus? Ich mache die Haare gern pink. Das wäre auf jeden Fall gut Content. Ja, oh, da machen wir ein Video draus. Da bringt mich jemand zu Hause um. Du musst erst Auto wechseln. Ja, ich würde sagen, wir machen dir die Haare pink und Justin schneiden wir. Nee, gar nicht. Wir machen Justin die Haare pink und dir schneiden wir eine Glatze. Ja. Nein. Das machen wir. Nein. Bin ich Single, Alter. Ist ja dann dein Problem. Oben links Auto wechseln. Ich würde gerade sagen, also dein Problem, unser Problem, also. Okay. Ja. Okay. Jetzt einmal kurz einen Moment, bevor ihr direkt wieder startet, bitte. Hier geht's sofort los.
Jetzt durch. Erstmal gucken, was wir machen müssen dabei. Ich fahr mal hier den Lambo Diablo. Modell Nissan Skyline B700. Ich hoffe, ihr habt da was. Oh, entweder hast du oder hast du nicht, ne? Genau. B700 Nissan Skyline. Lackiere die Karosserie deines Autos. Naja, okay. Ich hab auf jeden Fall was. So. Seid ihr fertig? Könnte ich eventuell die Prüfung starten? Na, weiß ich nicht. Musst du fragen. Okay, Team finden. So, ihr habt noch starten, 40 Sekunden habt ihr. Was? So lange noch? Versucht. Danke, Peter. Hast getroffen. Doch, du musst näher ranzoomen. Nein. Ja. Dann wahrscheinlich weil nackt. 25. Jetzt mach mal nicht so einen Druck hier. Stress pur hier. Immer dieser Druck, dieser unwahrscheinliche Druck. Weißt du, was ich heute gehört habe? Unter Druck gibt's die schönsten Diamanten. Scheiße wird auch unter Druck geformt. Interessanter Vergleich. Ist beides nur Kohlenstoff. Richtig. Ja, wann geht's denn los? Na endlich. Jetzt. Ja, wie viel Nissan Skyline-Serie wollen Sie haben? Ja. Guck doch erstmal, ob die. Ne, der andere schneller, ne? Ja. Mal schauen, was mein 30-Sekunden-Tuning macht. Ich guck mal, ob ich den Text von dem Lied auswendig kann. Ey, wir haben gestern noch über OG UFO geredet. Sure. Und von dieser Stelle schöne Grüße an Stewie. Ja. Fährst du ein Stewie-Design? Ja. Oder ist er im Stewie? Nee. Ich fahre Stewie-Design. Wenn es ein Stewie-Design für das Auto gibt, fahre ich Stewie-Design. Oder meins? Ja, kann ich so zustimmen. 90% der Fälle. Oder wenn ich irgendein anderes Geiles finde, was ich gerade toll finde. Oder was mich anlacht. Also ich hätte LI-mäßig noch Luft gehabt auf jeden Fall. Kacke. Nein, aber gut. Das ist geil, dann so ein Gerüst. Ja, aber das spielt sich in diesem Spiel einfach Rotze. Nö. Bin ich am Mini verspielt. Ich hab Mini passiert. Ist schon besser als die ganze anderen Autos. Mit dem Ding kannst du auch driften. Ja, weiß ich. Deswegen sag ich dir. Das Fahrgefühl bin ich gewohnt. Aha. Jetzt will ich aber auch erzählen, wenn du jetzt sagst, den kannst du aber fahren. Ja, wenn ich in den Rand gedrängt würde, dann... Sorry, Grolsch. Beginnt nicht ein Drift, ist ABS an? Ja. Scheiße. Wegen Dings kommst du zu Racer. Das sind ja sogar Autos an, was ist denn das für eine Frechheit? Ja, weil das Nachtrennen ist. Das ist bei Prüfung immer. Ach so. Ich hab dich auch in die größten Drecksrennen geschickt. Ja. Wechselt ihr immer, wer fährt, oder? Nö, nö. Also doch schon, wenn die Rennen schlecht sind, dann fährt Jody. Ja. Achso, du fährst immer den Start und wenn er dann hinten ist, dann hast du den Controller weitergegeben, ja? Achso. Richtig, dann werfe ich ihn so panisch weg. Ja, das wäre doch eigentlich auch mal was. Für 300 Kanalpunkte oder so, Josie und Justin müssen Controller wechseln. Ich fände es viel lustiger, oder wenn einfach einer lenkt und einer gibt Gas und bremst. Ja! Ja! Auf der Tastatur. Wir
Wir hatten gleich überlegt, CS zu spielen. Einer hat die Maus, einer hat die Tastatur. Ja, das machen wir. Und für jedes Mal, wenn du gekillt wirst, kommt eine Stunde auf den Counter. Nein. Ich glaube, da sind alle für. Und für jeden Kill geht der Counter um eine Stunde runter. Wir haben gestern drüber gesprochen. Ja, aber einmal kann man ja noch irgendwas machen. Ja, es kommt ja Only Up noch dazu. Ja, wann macht ihr das eigentlich? Was sagen, also? Ihr müsst Luke fragen, keine Ahnung, der geht wieder arbeiten. Ich denke mal jetzt irgendwann am Wochenende, Sonntag, glaube ich. Also streamst du auf jeden Fall noch bis Sonntag und selbst wenn die Zeit da vorbei ist, machst du es auf Ehre weiter, ja? Nee, sagen wir es so, läuft die Zeit runter. Machen wir einfach pauschal 40 Stunden drauf. Weil ich hab noch eine bessere Idee. Wir halten den Timer an, bis du Only abgespielt hast. Nee, Spendi, du hast nicht mehr so viel Chance, meine Zeit zu verlängern. die Zeit wird knapp langsam. Sie wird dünn. Ja, machen wir schon. Ist morgen mein letzter Abend. Ja, glaubst du auch selber nicht, oder? Das habe ich auch schon dreimal gesagt, also. Ich bin nicht mehr letzter. Das hast du schon vor 2 Wochen gesagt. Ich war fest davon überzeugt, dass mein Sabaton vielleicht einen halben Tag geht, ja. Und ich bin jetzt in der dritten Woche. Ist auch schon fast wieder rum. Ja, von daher, alle, die jetzt hier bei mir gerade zugucken und bei Josie noch nicht abonniert haben, geht mal rüber. Lasst mal ein Abo da, denn auch das gibt 5 Minuten pro Abo, ne? 15 Minuten! Das heißt, wenn 4 Leute rüberkommen... Ja, nee, ich meine pro Abo. Also pro Follow. Follow. Achso, das sind 5 Minuten pro Follow, ja. Ja. Ja, also, wisst ihr Bescheid. Einmal rübergehen. Auf den Knopf drücken. Ich bin dir Angst, dass ich wieder offline gehe. Gehst du eh nicht. Wenn die will mich einfach länger sehen. Du bist auch so oder so gelegt. Oder kommst du nach dem Geburtstag nochmal wieder? Nee. Bloß nicht. Nie wieder. Definitiv nicht. Wie gesagt, Hashtag nie wieder offline. Ja, War besser als grün. Das ist so wie, wenn du nur 10 Pinks, Blue Skins siehst und dann einen Pink. Dann freust du dich auch. Gut, scheiße. Hä? Noch ein Rennen? Achso, wir sind S1 gefahren. Auch heute bin ich aber auch... Lass uns hoffen, dass ich Lost? Einen Checkpoint muss. Mhm. Ja, okay. Machen wir eine Wette? Wir machen eine Wette. Los, wettet. Eine Wette, ob er einen Checkpoint verpasst oder nicht. Was? Ich habe leider nichts gehört. Ob er einen Checkpoint verpasst oder nicht in diesem Rennen. Wenn er keinen verpasst, kommt eine Stunde drauf bei dir, ja? Okay. Okay. Wehe, du verpasst, dann fahr einfach langsam. Ich fahr jetzt einfach so langsam, dass ich einfach nicht den Checkpoint fahre. Die Wette, ich glaube, da geht man die Brücke runterfliegt. Okay, wenn er keinen Checkpoint verpasst, kommt eine Stunde drauf und wenn er keinen Checkpoint verpasst und nicht letzter wird, kommt 2 Stunden drauf, okay? Nein, Spaddy, ich sehe jetzt schon, was du vorhast, du bist letzter. Hast du gesehen, wie er mich gerade abgeschoben hat? Ich wollte gerade sagen, ich habe Spaddy einfach absolut als Bande benutzt, damit ich den Aber Check es zählt nicht, wenn du letzter bist, Spaddy. Okay. Kann sich mir opfern? Nein, es zählt bei keinem von euch. Hä, wie? Wie? Nein, es zählt nichts aus deinem Team, es muss ein Roter sein. Das kriegst du ja wohl geschissen. Na komm, werd ich nervös. Ja, wie konzentriert der? Hast du gesehen, was ich getan hab, Josie? Nein! Was hast du getan? Ich hab grad voll 3 Watte abgeschoben. Einfach weggeschoben. Clips dir und guck's dir an. Sehr gut. Ich muss gerade gucken, ob ich nochmal wieder auf 10 Stunden komme oder nicht. Ey, hör auf so konzentriert. Warum fährst du dich sonst so konzentriert? Das ist nicht fair. Ich hab Fahrgefühl jetzt bekommen, auf einmal. Ja, jetzt auf.
60% okay, Antonia kriegen. Antonia? Hä, wieso hinter dir ist noch Katja? Nein. Ich weiß nicht, aber das ist mein persönliches Ziel. Achso. Ja, wenn du Katja, wenn du Antonia noch kriegst, 3 Stunden. Nein. Jose kriegt langsam Angst. Ja, verständlich. Ich bin Antonia. Nein, Antonia, nein. Gleich. Was spielst du? Battlefield. Ach so, die spielen Battlefield. Katja hat nochmal einen LKW geknutscht. Oh mein Gott, ich bin voll. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich hab die Zunge draußen, deswegen hab ich. Ich hab die Zunge draußen, deswegen hat das so gut funktioniert. Ey, doch, ich hab keinen Checkpoint gemisst. Ja, und du warst nicht letzter, also 2 Stunden drauf. Und ich war's auch nicht, also. Ja. Ich hab Amponia noch geholt. Hi Kai, was geht, alles gut? Ich denke, uns geht's gut und dir? Oh, wie lange ist denn der Falke-Alert heute? Was machst du? Ich zieh mir eine kurze Hose an. Oh, ich dachte, du ziehst ja eine coole Hose an. Nee, die ist viel zu warm. Ja, ich muss gerade sagen. Deswegen zieh ich mir eine kurze Hose an. So. Gleich sieht man sexy Beine. Ich seh immer Licht an. Wir haben noch 3 Events-Labs. Event-Lab-Dinger da. Die hab ich durch. Wollen wir das Rally fahren? Können wir auch. Rollst, dass du die immer vor uns machst. Ich möchte die nicht mit euch machen. Warum? Und das hat Gründe. Noch mal eine Sekunde warten, ich will einmal noch mal den Sprung eben machen. Okay, ich gehe schon mal auf Rallye rüber. Ja. Da gibt's ja auch noch so Blitzer oder sowas. Oh, die mache ich gar nicht. Ja, was ist denn hier auf der Rallye-Map los? In der Wüste stehen überall Autos und Busse und sowas. Oder ist das jetzt nur auf dem Bild gewesen? Willkommen zurück, Champion. Ganze 2 Leute gucken bei mir zu und einer davon bin ich. Fuck. Warum? Und der andere ist René. Komplett. Ja. Ist ja nicht schlimm. Ja. Kannst du direkt noch ein Leckerchen geben? Mit einem McLaren 750. Alter, ich spinne die. 570. Mal ein bisschen warten, ne? Naja. So. Festival-Spielerliste. Wo ist das Nachtrennen? Da. Subaru 700, alles klar. Ja, aber Joe ist, glaube ich, noch nicht wieder drüben. Ja, Sekunde. Ich mach einmal den Fahrensprung, gucken, ob ich den packe. Dustin spielt gerade mit Nelly. Ich gehe gleich mal. Ey, ja, ich hab da ein paar. Ich schätze da ein paar. Auch noch schlechter. Subarus. Und schon wieder ein Stui-Design. Jetzt atmen. Ich lass dich mal durchschnaufen und... Ich verabschiede mich dazu mal. Was sagst du?
Verabschiede mich dann schon mal. Ach so, okay. Ciao, ciao, schönen Abend noch. Tschö. Tschüss. Ciao, ciao. So, alle fertig? Noch nicht? Noch nicht. Nein, noch nicht. Also ich bin fertig. Ich auch. Ist jetzt kein Stück mehr Anlauf. Dann ist kein wieder bei dahin. René, das wird doch nichts. Das sehe ich doch so schon. Natürlich. Nee, jetzt ich nicht. Ich glaube an mich. Ich wollte jetzt einen fiesen Spruch machen, aber ich lasse es sein. War das wenigstens einer? Ja, wenigstens einer glaubt an ihn. Guck mal, Saisonziel abgeschlossen, Grulsch. Okay, hast Glück gehabt. Ist einfach ein Spielfehler. Nein. Ja, das muss ein Bug sein. Das geht doch gar nicht bei dir, René. Hast du eine leichte Abkürzung genommen, oder? Bei nächster Gelegenheit. René, was war's? Eine Blitzerzone? Ja. Ja. So, könnte ich jetzt? Von mir aus. Ich weiß nicht, wie es mit dem Rest aussieht. Wir brauchen noch einen Gefahrensprung. Wir sind unterwegs. Eine Sekunde. Ein Versuch, dann kommen wir. Leute, mir wird warm. Dann trink ein kaltes Bier. Oder zieh dich aus. Trink ein kaltes Bier. Ich nehme beides. So warm wie in Spanien, beziehungsweise auf Malle. Bloß so die hohe Luftfeuchtigkeit ist denn hier. Die was? Die hohe Luftfeuchtigkeit. Ist Beyblade geworden. Er ist einfach kurz. Also, Malle ist für mich, finde ich nicht nett. Immer irgendwie so 26, 28, 30, 32 Grad und dann sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Also irgendwas über 60, 70 Prozent. 80%. Warum fährst du denn dahin? Weil wir es nicht wussten, weil wir einfach mal Malle besuchen wollten. Okay, wir machen dicht aus. Ja, aber man weiß doch, dass es da wärmer ist als hier. Ja, aber wir haben gedacht, die Wärme war nicht das Problem, die Luftfeuchtigkeit ist das Problem. Weil du gehst aus einem Hotel, also ein klimatisiertes Hotel, gehst da raus, kommst raus und sofort bist am Schwitzen und die Klamotten kleben sofort an deinem Körper. Also würdest du da nicht nochmal hinfahren? Nicht unbedingt, ne. Kann sein, dass es zur anderen Zeit im Jahr irgendwie anders ist oder so. Aber jetzt irgendwie September, Oktober war es halt genauso. Also ist definitiv Tauwetter für Dicke. Ja. Also René, dein Wetter. Also 5 von 7 nicht empfehlenswert oder was? Bitte? 5 von 7 nicht empfehlenswert? Also für mich nicht, nee. Und für meine Frau auch nicht. Du willst doch jetzt aber nicht sagen, dass ich dick bin. Nein. Na, dann ist ja gut. Du bist, ne? Aber du kannst ja ordentlich Fett verbrennen. Kreutsch. Geht das hier los oder nicht? Okay, ich starte aber das Rennen, war, bevor ich jetzt hier richtig Ärger bekomme. Hey René, was ist los? Du hängst ja so rum mit deinem McLaren. Ja, ich habe mich hier auf die Kante gestellt und... Häng's ab. Ich hänge jetzt hier eine Runde ab. Musst du auch erstmal hinkriegen. Das musst du hinkriegen, ja. Hä, wieso ist Josi raus? Wieso sind wir raus? Ja, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, wieso du raus bist. Ihr seid doch Rallye, oder nicht? Ja. Ja, aber da wurde irgendwas gestartet. Ja, ich bin ja auch beim Rallye-Dings, aber irgendwie wurden wir nicht mitgenommen. Ja, dann bleiben wir alle stehen am Start. Es ist doch noch nichts gestartet, oder? Nee, noch nicht. Achso, dann tritt einfach wieder bei. Ihr habt dann eine andere Veranstaltung irgendwas gestartet bei euch. Steht oben links. Oh nein. Oh, Internet. Jetzt ist zurück. Jetzt ist Schluss. Hallo? Soll ich warten?
Ja, tritt bei, oder wie geht's dir? Achso, nee, ja? Und Internet ist abgekackt. Achso. Ich bräuchte eine Einladung, ich kann euch nicht beitreten. Ja, Goldchen, wir bleiben einfach am Start stehen. Okay. Sorry, das Internet hatte sich kurz mal wieder verabschiedet. Wahrscheinlich deswegen. Solche Probleme im Moment. Nur abends, ne? Hast du Probleme mit dem Internet? Ich? Ja. Dass ich wüsste. Hallo? Ja? Ja, wir sind wieder weg gewesen. Ja, wir sind gerade am Reinladen. Wir müssen erst kurz stehen bleiben und euch dann abholen. Aber ich bin auch nur bei 6.000 Kilobytes. No. Das ist gar nichts. Ich bin normalerweise bei 9.000 bis 10.000. Hat mein LAN-Anschluss vielleicht eine Ecke ab? Nee. Beta, stehen bleiben. Du kannst ja ruhig stehen bleiben. Beta? Hört Beta uns hört nicht? Zu. Keine Ahnung. Beta! Ist bei Peter auch das Internet weg? Nein. Ist er auch bei 1 und 1? So, ich gehe da mal raus, ja? Nee, einfach stehen bleiben. Dann werden wir automatisch rausgeschmissen. Okay. Mir wird einfach wenn man nichts tut. Meine CPU nur 6% Auslastung hat. Aber Peter fährt halt. Aber vielleicht hat Peter auch irgendwas gerade, das sonst nicht hört. Deine Grafikkarte ist am Brennen, Alter. Ist normal bei Forza. Ja, das Stream ist wahrscheinlich nur wieder. Mm-mm. Nicht? Mm-mm. Okay. Warum sollte ich? Nicht. Dumm. Jetzt kannst du uns wieder beitreten. Nee. Ich brauche eine Einladung. Ich kann dir nicht beitreten, Spidey. Ich kann Gamebar nicht öffnen. Ich hab sonst keinen. Golsch, kannst du einladen? Ja, jetzt brauche ich bloß den richtigen Namen. Immer noch Mrs. Beverly's. Alles zusammengeschrieben. Alles zusammen. Das B ist aber groß. Machen wir erstmal so. Ja. Wolltest du eine haben? Jo, bin drin. Schon drin? Die Bindung wurde wieder unterbrochen. Schon wieder? Steht oben. Achso, nee, das ist nur. Ja. Okay. Das ist nur Faser. Ich versuche Beta gerade zu erreichen irgendwie, aber. Fällt ja das Rennen. Ja, aber er müsste eigentlich trotzdem uns hören. Peter, also wir hören dich auf jeden Fall nicht. Okay, also hat Peter auch irgendwelche Probleme aus dem Teamspeak, ist er auch gerade raus. Der ist mit Sicherheit bei 1 und 1. Warten wir mal eine Minute, oder? Ja. Würde ich sagen. Gut, dann kann ich mal ganz kurz Pinkelpause und Bierpause.
Immer dieses Alkoholverherrlichen. Krieg bestimmt später wieder Anschluss von Metal. Was Warum? Reinkommt, das muss dann auch raus. Dass Alkohol verharmlost wird in meinem Stil. Willst du ja nicht, hier wird ja nur alkoholfreies Bier getrunken. Genau. Nein, wir schaffen es uns nur an. Ich kann die Zeit übelst gut nutzen, fällt mir gerade mal auf. Ich Vollidiot, ich fahr ja nicht. Du kümmerst dich ja gerade um den Content, dann kann ich die ja. Schneiden. Ach so. Damit Spaddy stolz auf mich ist, dass ich auch mein YouTube-Video schneiden kann. Ja, aber das kannst du jetzt schlecht nebenbei machen. Warum? Ich hab doch meinen Laptop. Das ist natürlich fortschrittsmäßig. Ja, ich hatte den ja. Das ist ja eigentlich. Also, der ist hauptsächlich für meine Uni. Oh. Ich mach jetzt. Dankeschön für die 10 Minuten plus. Weil das übelst viele Kanalpunkte sind. Ich finde das nicht selbstverständlich, dass man dafür seine Kanalpunkte aufgibt. Deswegen sage ich trotzdem danke. Und mir zeigt es ja, dass die Leute gerne da sind, wenn ich im Sabaton bin. Also bedanke ich mich dafür. Mach nicht so dumm an. Mensch, wollen nicht alle nur leiden sehen. Die wollen nicht alle nur leiden sehen. Ich habe noch nicht geheult on stream. Also alles noch nicht. Ja, Psycho, mach mal bitte, danke. Mein Laptop ist noch nicht an. Ja, aber wenn Justin jetzt den Content macht, ne, und du jetzt nicht, ne, müssten wir eigentlich die Zeit oben drauf setzen ja. Nochmal, oder? Ich bin noch da. Bin ich auch dafür. Ich bin noch da. Ich habe einfach nur den PC und nicht 24/7. Irgendwie haben das einige im PC gefühlt nur an, um mich 24/7 leiden zu sehen. Stimmt, Hanna. Da war Hanna nicht anwesend. Hanna hier oder? Dass der nicht Supporter da. So, ist Beta jetzt wieder da? Nö. Noch nicht. Nirgendwo in Sichtweite. Kriegst du sofort. Muss das Internet abgeschmiert sein. Sollen wir? Ja, ich würde sagen, dann lass uns. Was? Also im Spiel ist er doch, oder? Ja, ist er noch drin. Versuch's mal zu starten. Wer weiß, was da abgeschmiert ist. Oder ist er gerade wieder reingekommen? Ich weiß es gar nicht. Also, er sieht so aus, als wenn er gerade seinen Tech bekommen hat. Ja, jetzt ist der Tech wieder weg. Ja, start einfach mal. Wenn Beta reinkommt, dann können wir es ja halt nochmal fahren mit Beta. Geht los. Wenn es jetzt wirklich ein Totalausfall ist von, was weiß ich, einer halben Stunde oder so, das wäre ja auch doof. Hackepeter-Brötchen heute zum Abendbrot gegessen, jetzt hängt mir so andauernd ein Stück Hackepeter zwischen den Zähnen. Ganz blöde Sache. Aber weißt du, was später noch passieren wird? Ja, das Kacke wieder später. Genau. Achso, hast du schon. Deswegen geht der Hund noch. Na, Peter, guck, jetzt weg. Hat Peter auch hier die Kolonne verlassen, also. Zurück in Blau. Ja, ich muss doch mit Auto nehmen.
Wer macht da den Macarena? Vermutlich ich. So viele Kurven. Aber Kurven sind doch das an einer Rennstrecke, was sie abwechslungsreich und spaßhaltig machen. Oh shit. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, danke für die Bande, Jungs. Oh, den habe ich gerade so noch bekommen. Ja, Priveka, fahr mal vor. Konzentration in Justins Gesicht? Noch nicht. René, ich komme schon. Oh oh, so früh? Ja, genau. Ich komme von hinten. Oh. Mach dich bereit. Nee, ich will nicht. Das wird schnell und schmerzlos. Ich glaube, nee, eher schmerzhaft. Für mich. Ich will das nicht. Ich fahr einfach weg. Moin, Cindy. Also ich kann zumindest den Chat noch lesen, Josie. Ich weiß, es war doch nichts Böses. Nein, nein, aber ich wollte es nebenbei bemerken. Der konzentrierte Blick ist am besten. Nee, Cindy, ich weiß gar nicht, ob bei dir am Aufnehmen ist. Meine Fresse, ist schon wieder dieser Bug da drin. Das hat... Stream nur. Also ich lade den Stream hinterher runter und dann kommt er auch auf YouTube. Also. Eine Mischung. Ich muss ja meinem Spitznamen alle Ehre machen, ne? Ja. Ich muss den irgendwie ja auch irgendwas dafür tun, dass ich den behalte. Aha, was ist der für ein Spitzname? Es kann... Obwohl Josie mich noch nicht so lange kennt, bin ich selbst da schon die Content-Hure. Content-Ho. Okay. Muss man ja irgendwas für tun, ne? Das kriegst du nicht umsonst. Nee. Aber Josie, die Sache wäre, wenn ich einen Sabaton machen würde, ne? Ich könnte Kanalpunkte dürfte ich auch nicht dazu nehmen. Da sind auch zu viele im Umlauf, glaube ich.
Aber ich weiß nicht, wo der Rekord liegt. Letni wird wahrscheinlich relativ weit vorne mit sein. Letni, kannst ja mal reinschreiben, wie viele Kanalpunkte du hast. Herwika, mein ganzes Heck ist schon kaputt. Das ist ein so geiler Clip. Ich hab nichts gehört. Ich bin vorbildlich, Cindy. Ich bin am TikToks schneiden. Das muss ich auch in die Höhe. Was mache ich denn den ganzen Tag vorm PC? Zocken. Du kleines. Du Arschloch. Ich bin irgendwie voll in die Seite gefahren, aber das war gut. Oh, Gegenverkehr. Oh, da geht er vorbei. Nein. Ha. Platz zurückgeholt. Es geht da schon wieder los, ey. Was denn? Ganz das knapp gewonnen. Komm, Forza, echt, es reicht langsam. Aber Forza Horizon 5 ist das Spiel des Jahres 2021, Krolsch. Nee, pass auf. Sie haben wieder diesen komischen Scheiß-Bug eingebaut, dass du, wenn du zu weit, zu sehr irgendwie drückst nach links oder so, dass er dann einfach wieder geradeaus fährt. Jetzt ist der Bug hier auch schon drin. Das hört sich aber eher nach irgendwas vom Controller an, nach Stickdrift oder so. Nee. Nein. Wenn ich das Ding ganz normal fahre, dann ist es nicht. Also in keinem Rennen. Hm. Ja. Aber es hört sich wirklich eher nach irgendwas vom Stick an. Aber ich glaube, wir sind durch, oder? Haben wir noch was? Vielleicht das Hot Wheels, wenn wir es fahren möchten. Okay, wollen wir Hot Wheels fahren? Golsch? Mir egal. Also ich kann hier alles machen. Ich drehe den Stick in volle Kanne nach links und er fährt ohne Probleme. Ja, dann lass uns Hot Wheels noch fahren. Dann reisen wir mal zu Hot Wheels rüber. Josie, kommt ihr mit? Ganze. Also. Wohin mit? Nach Hot Wheels. Achso, ja. Geh mal auf die Hot Wheels mit, wenn du es hinkriegst. Wie denn? Das ist einfach. Geh auf Einstellungen, da wo du die Autos wechseln kannst. Und da steht oben Hot Wheels. Ja. Dann kannst du die Hot Wheels-Karte. Das ist nur in den Rennen der Fall. Nur in den Rennen. In der Open World passiert das nicht. Ich sag ja, das ist. Jetzt ist der Bug sogar schon in der Rallye drin. Guckst du? Kannst es einfach vergessen.
B700 Offroad. Alle ready? Ja. Kommen sofort. Ja, sind unterwegs. Eine Sekunde, einen Moment. Starten wir in Dings rein, Hot Wheels. Ich bin drüben. Sag, wenn du startest. Hab ich schon. Hast du schon? Mhm. Mal den neuen BMW. Sitzungskorb. Saisonkoop Sitzung wird gesucht. Na, prima. Ja. Interessant. Ist das ein Bug? Der neue BMW hat anscheinend keinen Begrenzer auf der Hot Wheels Map. Mit den eben auf 360 und bei 200 oder so, 210, war er eigentlich schon bei 16.000 Umdrehungen. Im roten Anschlag. Sitzung beigetreten. Wir brauchen schon Straßen. Ja, 700. Naja, dann nehmen wir halt das Ding hier. Das kannst du mit dem nehmen. Ja, das ist der Clip, wo ich mich angewichst habe. Ja, das ist genau das einzigste Clip, den es davon gibt. Was? Justin hat sich mit Sahne vollgespritzt heute beim Dings. Okay, danke für die Erklärung. Nee, eigentlich habe ich mich wirklich angewichst. Na, hör auf! Sorry, wusste nicht, dass du innen kommst. Rolsch zieht da vorne aber auch ab. Berwicka, hol ihn dir. Soll ich ihm abschießen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein? Ich frage ja nur. ich weiß schon, du fragst für einen Freund. Ich habe das schon verstanden. Aber wer hat sich das ausgedacht? Die Autos auf dieser Strecke. Ja. Naja, ist wenigstens mal was ich habe. Kreutsch? Ja. Irgendwer war eben leise zu hören. Ich war's nicht. Ach so.
Da ist das erste Rennen schon vorbei. So, eins noch. Spedi? Hm? Hast du das neue Motorsport, The Crew? Nö. Willst du es spielen? Ich glaube nicht. Wieso? Ich überlegt habe, es anzutesten und es mir mehr irgendwie zu holen, aber wenn sich kein anderer holt, lohnt sich das nicht. Warte auf Forza Motorsport. Das hast du schon mal gesagt. Also mich holt The Crew nicht ab von der Optik und allem. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie so auf so ein Need for Speed Most Wanted oder Need for Speed Undercover. Wie hieß es? Hieß es Undercover? Eins und zwei? Underground. Underground, genau. Ja, aber es lässt sich nicht so fahren. Also The Crew 2 hat sich noch so fahren lassen, deswegen fand ich es halt ganz cool, aber The Crew Motorfest... Oh meine Fresse! Forza! Das Spiel des Jahres 2021, Grolsch. Was wolltest du sagen, Justin? Ja, das neue The Crew lässt sich eher fahren wie einen Forza, nicht wie einen Need for Speed. Deswegen finde ich es scheiße. Ja, also... Ich sag mal so, für damals war's cool. Aber ich brauch heutzutage nicht ein Spiel, nee. Nee. Also und halt auch von der Fahrphysik, was ich bis jetzt gesehen habe, dann titscht du mal wen an, berührst irgendwo wen und es hat so gar keine Auswirkung. Fährst halt einfach weiter. Eigentlich schon. Und im Prinzip ist The Crew ja auch ein Open-World-Spiel. Und das macht's aber nicht besser als Forza, finde ich. Ja, den Gedanken fühle ich. So, und von daher, ich brauche kein Spiel, was genauso ist wie ein Spiel, was ich schon habe. Ja, und das dann nicht besser macht. Also wenn... Du musst halt, dass du halt fliegen kannst und so ein Shit. Aber das ist jetzt halt auch nichts, was mich reizt, das Spiel zu spielen. Ja. Auch, dass du Motorrad fahren kannst, das ist so, ja, schön, ja. Aber... Cool, aber... Ja. Also unterm Strich, mich holt's halt so von dem, was ich gesehen habe, nicht ab und von daher werde ich jetzt keine 60 Euro, was es, glaube ich, kostet, für ausgeben, um es anzuspielen und dann hinterher festzustellen, dass ich recht hatte. Ich freue mich auf Forza Motorsport, was kommt... was ja jetzt Anfang nächsten Monats kommt. Und ich glaube, im November kommt ein neues, kommt WRC Rally irgendwas. Das werde ich mir wahrscheinlich auch holen, weil ich finde diesen Rally-Teil hier von Forza sehr cool. Und denke mal, als reines Rally-Spiel wird der Rally-Teil halt vielleicht sogar noch ein bisschen besser umgesetzt sein als bei Forza. Und ja... Weil es halt nur auf Rallye ausgelegt ist dann, ne? Das sind so die beiden nächsten Spiele, die ich beabsichtige zu holen und natürlich auch Content zu produzieren, aber The Crew, nö. Nö. Aber wie gesagt, alles halt ohne es selber jemals gespielt zu haben. Ist jemand müde? Nö. Ja. Jetzt nicht mehr? Jetzt bin ich wieder. Lade ich jetzt noch einen TikTok hoch? Ist eigentlich eine gottlose Uhrzeit, eins hochzuladen. Hey, lad's doch hoch und veröffentliche es später. Veröffentlichen würde ich jetzt nicht. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles geschafft, wenn ich mal so in der Liste durchgucke. Ja, bis auf halt die Event Labs. Aber wir haben die Punkte auch voll, von daher. Ja, würde ich sagen, kommt die Aufnahme auf jeden Fall zu Ende.
Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr wollt, guckt mal live vorbei. Und damit sage ich tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.